herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben zu unserem neuen Magazin Wir in Stuttgart. Eine Viertelstunde lang geht es jetzt um tolle Themen, die die Stadt bewegt. Und ich begrüße Sie heute von der Stuttgarter Weinsteige. Das ist einer der schönsten Orte, weil man einfach so einen tollen Blick über Stuttgart hat. Mit dabei heute unser Bürger der Woche, die männliche Lottofee aus Stuttgart, die jedes Mal dafür sorgt, dass wir alle millionenschwer werden können. Außerdem sprechen wir über ein tolles Festival, was momentan im Stuttgarter Westen stattfindet. Und jetzt gehen wir zuerst einmal zusammen in die Lüfte. Also ganz ehrlich, ich habe echt Höhenangst. Aber das tue ich jetzt alles nur für Sie, damit Sie mal einen ganz besonderen Blick auf die Baustelle vom Wilhelmspalais in Stuttgart bekommen. Doch bevor wir in die Höhe durften, haben wir uns natürlich erst einmal baustellengerecht in einem Container umgezogen. Denn Sicherheit geht vor. Auch mein Kameramann Manu musste einen Helm aufsetzen und kam sich dabei ziemlich doof vor. Aber es nützt ja nichts. Gleich schweben wir in die Lüfte, doch vorher sprechen wir am Boden noch kurz mit Wolfgang Kaltbandner vom Hochbauamt und Markus Speidel vom Kulturamt. Seit 2014 wird das Wilhelmspalais von der Landeshauptstadt Stuttgart in ein Stadtmuseum umgebaut und das für rund 38 Millionen Euro. Wir haben jetzt in der Bautätigkeit einen ganz interessanten Punkt, nachdem wir in der historischen Hülle die alte Stadtbibliothek abgebrochen haben, haben wir jetzt den Punkt erreicht, wo wir die erste Bodenplatte haben und jetzt wächst das Gebäude Stück für Stück. Geschoss um Geschoss wieder nach oben. Täglich arbeiten ca. 50 Leute bei Wind und Wetter auf dieser Baustelle, denn schließlich soll im Oktober 2017 das Stadtmuseum eröffnet werden. Stuttgart ist übrigens die letzte Großstadt in Deutschland, die noch kein Stadtmuseum hat. Es war bisher irgendwie noch nicht so der Drang da, aber ja, seit eben ungefähr 12, 14, 15 Jahren ist dann praktisch aus der Bürgerschaft heraus die Bewegung entstanden, ein Stadtmuseum haben zu wollen. Und jetzt stehen wir da praktisch immer näher, kurz vor der Eröffnung dran und deswegen hat es diese Bedeutung und diesen Schwung einfach auch insgesamt für die Stadt. Was war bis jetzt das Schwierigste seit 2014, seit der Grundsteinlegung? Schwierig ist es natürlich, sage ich mal, am Anfang immer die historische Hülle zu sichern, die denkmalgeschützt ist von 1840 als Mauerwerk. Da muss man die natürlich so sichern und schützen, dass da während der Bautätigkeit die stehen bleibt, keinen Schaden nimmt und auch keine Risse entstehen. Und haben Sie dann eigentlich im Stadtmuseum freien Eintritt leben lang? Das haben wir noch nicht geklärt. Wie sieht es aus? Da müssen wir noch drüber verhandeln, wie pünktlich er fertig wird. Das ist doch ein Deal. Wenn Sie pünktlich fertig werden, kriegt er umsonst sein Leben lang Eintritt. Das können wir probieren. Das habe ich für Sie jetzt rausgehandelt gerade. Ja, wie gesagt, wir sind auf einem guten Weg. Das läuft momentan zügig. Ja, und dann geht's zügig nach oben. Kommen Sie also mit uns auf 45 Meter Höhe und genießen Sie einen einzigartigen Blick über die Baustelle vom Wilhelmspalais. Dass Baustellen so interessant sein können. Was auch wahnsinnig interessant momentan ist, ist im Stuttgarter Westen das Pop Freaks Festival. Noch nie davon gehört? Dann seien Sie jetzt mal gespannt. Momente für die Ewigkeit schaffen. Das schreibt sich das Pop Freaks Festival auf die Fahne. Und bereits zum 8. Mal findet dieses Event im Stuttgarter Westen im Merlin statt. Seit dem 15. Januar treten verschiedene Künstler auf, unter ihnen auch Jens Friebe. Also für mich ist das Tolle, wenn ich in Läden komme, die ich schon kenne und ich war wirklich sehr oft hier. Das war immer sehr gutes Publikum. Und was ich in Stuttgart auch immer gut finde, dass die Leute immer sehr viel Merch kaufen, weil sie so viel Geld haben hier. Apropos Geld. Die Tickets kosten zwischen 7 und 13 Euro, je nach Event. Das Pop Freaks Festival geht übrigens noch bis diese Woche Samstag. Und als Besucher darf man sich auf ganz besondere Künstler freuen. Die gerne ein bisschen experimenteller mit dem deutschen Pop umgehen und die beim Hinhören hängen bleiben, ja.
Ein Festival mitten im Winter. Das ist eher ungewöhnlich, wird aber gut angenommen. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Leute über Weihnachten ganz viel Heim und Familie genossen haben und einfach wieder richtig ausgehfreudig sind. Und inzwischen wird es auch sehr, sehr gut wahrgenommen, also von Anfang an eigentlich. Das Pop Freaks Festival zeigt, wie lebendig und anders Pop sein kann. Und das mitten im Stuttgarter Westen. Das war jetzt schon der erste Teil von unserem Magazin Wir in Stuttgart. Jetzt machen wir ein kurzes Päuschen und dann geht's weiter mit unserem Bürger der Woche. Also bleiben Sie auf jeden Fall dran. Ich freue mich auf Sie. 20 Jahre Braukunst. Bei uns wird das Bier noch selbst gemacht. Genießen Sie in uriger Atmosphäre unsere naturtrüben, unfiltrierten Biere. Dazu schwäbische Leckereien und handfeste bayerische Klassiker. Sophies Brauhaus bietet alles, was das Herz begehrt, direkt in der Stuttgarter Innenstadt. Willkommen bei Möck. Wir freuen uns auf Sie. Sie brauchen Hilfe? Wir kennen da jemanden. Elektro-Dunz, Ihr Meisterbetrieb für Elektrotechnik. Wir Deutsche, wir gelten als Weltmeister im Verbrauch von Heilpflanzen. Dr. Grünwald, haben Sie denn bei Ihren Forschungsarbeiten, ich sage mal, den Superstar der Heilpflanzen ausmachen können? Die Hagebutte wirkt auf Gelenkentzündungen und Gelenkschmerzen. Rosaxan aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Grüß Gott, mein Name ist Alfons Schubeck und ich bin Botschafter der Stiftung KidsCare. KidsCare unterstützt junge Menschen mit Behinderungen. Rufen Sie jetzt an, spenden Sie ganz einfach über das Telefon 06154 700 9005. Schon mit 10 Euro helfen Sie mit, den Lebensalltag dieser Menschen zu verbessern. Das fängt bei den ganz normalen Dingen des Lebens an, wie zum Beispiel einkaufen oder sich im Straßenverkehr zurechtfinden. Ihre Spende macht es möglich, das Leben dieser Menschen bunter und fröhlicher zu machen und dann die größte Herausforderung ihres Lebens zu meistern, den Schritt in die Selbstständigkeit. Spenden Sie ganz einfach über das Telefon 06154 700 9005. Im Namen der Stiftung KidsCare herzlichen Dank. Regio TV. Ja, und damit herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil von unserem neuen Magazin Wir in Stuttgart mit unserem zweiten Bürger der Woche. Und wenn wir jetzt ein bisschen näher kommen mit der Kamera, dann haben Sie ihn wahrscheinlich schon erkannt. Chris Fleischhauer, hi. Hi, grüß dich. Also Chris Fleischhauer ist erstens mein Chef, zweitens moderierst du das Journal. Ja, stimmt. Gell, habe ich gut aufgepasst. Und drittens, weswegen wir heute ihn als Bürger der Woche haben, ist, du bist, was vielleicht nicht alle wissen, die erste männliche Lottofee. Yes. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Seit wann bist du das? Seit anderthalb Jahren so in etwa, knapp zwei Jahre, ja. Okay, und Lottofee bedeutet nicht, du läufst im Tütü durch die Gegend und freust dich des Lebens, sondern du ziehst tatsächlich die Lottozahlen. Auch im Tütü, nein. Ja, ich ziehe tatsächlich Lottozahlen, ja. Also ich fahre immer Mittwoch und Samstag, wenn die Ziehungen sind, nach Saarbrücken und mache da die Ziehung. Die ist live, kann man im Internet angucken und dann fahre ich wieder zurück. Wie wird man Deutschlands erste männliche Lottofee?
Du, ich wurde gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte. Also Lotto hat ganz gezielt nach einem Mann gesucht und dann wusste ich erst nicht so, ja okay, soll ich das jetzt machen, soll ich das nicht machen? Weil Lottofee ist dann schon irgendwie ein bisschen komisch im ersten Moment für einen Mann. Und habe dann aber doch gedacht, ja komm, ich fahre mal hin. Und dann war ich dort beim Casting, musste eine Sendung moderieren, also eine Ziehung, und habe das gemacht und offensichtlich hat das allen gefallen. Cool. Das ist sehr cool und wir sind natürlich hier im Kiosk, übrigens im coolsten, im Hallschlag, bei der Isa. Wink mal, Isa. Hallo. Die hat uns nämlich erlaubt, dass wir jetzt mal zusammen Lotto spielen, weil wenn wir schon natürlich die männliche Lottofee dabei haben, will ich jetzt mal wissen, wie füllt man am besten einen Lottoschein aus, was muss man machen, dass es funktioniert, wie man die Millionen gewinnt, okay? Ja. Bist dabei? Ja. Plauderst du noch ein bisschen aus dem Nähkästchen? Geheimnisse. Ja, okay. Also, kommen Sie mit. Bei den Kiosken ist das so, ich weiß gar nicht, warum das ist, dass die Lotto-Dinger immer so ganz hinten in der Ecke sind. Gibt es einen Grund für? Das ist versteckt, damit du das in Ruhe machen kannst und niemand deine Zahlen sieht. Okay. Weil du weißt ja immer nicht, ne? Je mehr Gewinn, desto weniger ist ja dein Gewinn. Das war ja letzten Samstag, kamen die Zahlen, habe ich gezogen 7, dann kam die 18, ne, und dann war es aber noch 27, 37, 47. Und das hat natürlich so viele getippt, weil das ja alles die 7er Reihe ist. Und dann haben 19 einen 6er. Und die kriegen jetzt irgendwie nur 160.000 Euro. Ja, aber kriegst 160.000 Euro, also ich meine. Kannst aber schon, wenn du halt einmal im Leben einen 6er hast und kriegst nur 160.000 Euro, dafür ist halt schon doof. Was ist das für dich für ein Gefühl, Millionäre zu machen? Macht das einen stolz oder was macht das mit einem? Oder sagst du, puh? Nichts. Echt nicht? Nee, das ist auch mittlerweile auch so alltäglich. Also wenn du dann dastehst, ob das jetzt nur 1 Million ist, die da im Jackpot ist, oder es sind irgendwie 40 Millionen, ich krieg's ja eh nicht. Sag mal, darfst du eigentlich, wenn du gewinnen solltest, kriegst du das Geld? Ja. Ah, du darfst mitspielen? Ich darf mitspielen. Mein erstes Problem fängt bei den Lottoscheinen immer schon an, dass ich nicht weiß, welchen nehme ich. Also es richtet sich ja immer so ein bisschen, die hintere Nummer ist ja immer die Superzahlnummer. Früher gab es ja die Zusatzzahl, die gibt es ja nicht mehr, jetzt gibt es ja die Superzahl. Und die ist ja entscheidend, ob du den Jackpot knackst oder nicht. Und die Superzahl muss halt passen. Also es ist, auch wenn man sich mal die Statistiken anguckt, also die Null beispielsweise würde ich jetzt nicht empfehlen, weil die Null halt relativ selten gezogen wird als Superzahl. Und alle anderen Zahlen liegen sich gleich. Ne? Aber die Null ist halt eine, die fast nie gezogen wird. Wir gucken jetzt mal, welche Zahlen du ankreuzen würdest. Also Chris. Geburtsdaten machen ja immer viele Leute sehr gern. Ne? Also wenn ich jetzt dann einfach sage, also eine persönliche Glückszahl ist bei mir die 7, ne? Würde ich jetzt halt ankreuzen. Am 9. hat meine Schwester Geburtstag. Am 14. habe ich. Wenn man egoistisch ist, kann man sich damit ankreuzen. Am 16. mein Vater, am 17. meine Mutter. So, dann sind wir jetzt bei 1, 2, 3, 4, 5. Darf ich jetzt einfach noch eine aussuchen? Nee. Weil die 23 fehlt noch. Jetzt machen wir noch eins zusammen. Teilen wir, wenn wir gewinnen sollten? Ja, kommt drauf an, wie. 50-50 natürlich. Was ist das für eine Frage? Noch ein ganz kleiner Blick hinter die Kulissen. Wie läuft das ab? Also es ist ein Fernsehstudio, dann sitzen da relativ viele Leute drin, was viele gar nicht wissen. Ne? Also es gibt immer einen Ziehungsleiter, ne, der von Lotto kommt. Also der leitet auch die Ziehung, der schreitet auch ein, wenn es jetzt eine Panne gibt oder irgendwie sowas. Dann gibt es einen Aufsichtsbeamten, der wird vom Innenministerium gestellt. Also da kommt jeden Monat ein anderes Bundesland dran und dann kommen die nach Saarbrücken und setzen sich dorthin. Die überprüfen dann noch alles immer zu zweit. Also die zwei sind eigentlich die wichtigsten. Dann gibt es einen Ziehungsassistenten. Das ist der die Maschine bedient. Also da muss man noch Knöpfchen drücken. Ja, und dann, wenn das alles vorbei ist, dann werden die Kugeln wieder eingepackt sofort. Und dann kommen die wieder in Safe. Und dann kriegt das dann wieder ein Siegel drauf. Und bis zum nächsten Mal. Ja, mit dem Geld macht mir auch keinen Spaß, ne? Genau. So, und jetzt spielen wir Lotto. Ja. Isa, wir kommen. Okay. Wir möchten jetzt die Millionen abstauben. Chris, hast du noch einen Tipp? Muss man sich irgendwie über die Schulter spucken oder sowas? Nö, nicht wirklich. Ich tue es trotzdem. Ich habe gehört, es bringt Glück. Bringt es Glück? Soll ich bei dir auch spucken? Ja, spuck. So, also wir sagen vielen Dank fürs Einschalten. Wünsche Ihnen morgen auch viel Glück. Wenn Sie Lotto spielen, das sind unsere Zahlen. Wir werden Ihnen natürlich dann in der darauffolgenden Woche sagen, ob wir Millionäre sind. Dann live aus Hawaii. Ja. Da nehme ich dann liegen. Und vielen Dank wie immer fürs Einschalten. Freue mich, dass Sie auch wieder mit dabei sind. Sie haben auch ein tolles Thema oder einen tollen Bürger der Woche. Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an wir-in-stuttgart@regio-tv.de. Ich freue mich sehr auf Sie und bis bald. Tschüss.